Bei Anna hat das vor 5, 6 Jahren angefangen. 2400 Euro Gewinn mit einem Tastendruck, das war bisher ihr größter Erfolg. Ein seltenes Erlebnis. Wenn du in die Spielhalle gehst, dann spielst du, um zu gewinnen. Was gewinnst du eigentlich? Nix. Da verliere ich nur. Da verliert man nur. Und am Ende gewinne nicht ich, sondern Spielhalle oder die Bank. Und was verlierst du? Verliert man viel. Verliert man erstmal Geld, Freunde, wie in meinem Fall zu Hause. Ja. In einem Spiel, bei dem von ihren Einsätzen eine ganze Industrie lebt, kann Anna auf Dauer nicht gewinnen. Und dennoch kann sie nicht aufhören zu spielen. Anna ist spielsüchtig. Was ist dran an den Spielautomaten? Was macht sie so unwiderstehlich? Ich mache die Probe aufs Exempel. Spielen am Automaten ist reine Glückssache. Starttaste drücken, die Walzen drehen sich, bleiben stehen. Wenn die Bildchen ein bestimmtes Muster ergeben, gewinne ich. Wow. Aus 2 mach 11. Aus 2 mach 11. Super. Klasse. Jetzt die Frage, auszahlen oder weiterspielen? Glück beim ersten Versuch. Der Gewinn 900 Punkte, 9 Euro. Das muss doch nochmal klappen. Tut es aber nicht, jedenfalls nicht heute. Suchtambulanz der Uniklinik Mainz sind Menschen, die die Jagd nach dem ganz großen Gewinn krank gemacht hat, Alltag. Wenn man in der Glücksspielsucht drin ist. Inzwischen kommen rund 80% der Patienten von Kai Müller und seinen Kollegen aus der Spielhalle. Die meisten stoßen in ihrem Umfeld auf totales Unverständnis. Ja, das ist leider so in den Köpfen immer noch eingebrannt, dass für eine richtige Suchterkrankung immer noch so ein Stoff, eine Droge vorhanden sein muss, dass eben eine Krankheit daraus erwachsen kann. Das zeigt allerdings die Forschung eigentlich schon seit Jahren, dass das eben, dass eine Sucht nicht auf die Einnahme einer psychoaktiven Substanz begrenzt ist, ja, sondern dass auch bestimmte, nicht alle, aber bestimmte Verhaltensweisen ganz ähnliche Suchtmechanismen provozieren können und hervorrufen können. Und eine davon ist eben die Glücksspielsucht. Das heißt, der Betroffene hat, wenn er wirklich krank ist, hat er nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, oh, jetzt habe ich aber ziemlich lange und viel gespielt und ist auch dadurch ziemlich viel den Bach runtergegangen, jetzt spiele ich nicht mehr, sondern diese rationale Entscheidungsfreiheit ist ihm einfach nicht mehr gegeben. Sven kennt das. Seit einem Jahr spielt er nicht mehr. Vorher ist er durch die Hölle gegangen. Vor circa 8 Jahren, da ist es extrem geworden. Irgendwann hat man gemerkt, die Beträge werden immer höher. Und da ist mal in einer Stunde sind 400 Euro weg. Meistens kommt nichts raus. Also das ist die Regel, dass nichts rauskommt. Und wenn ich von den 400 Euro 100 Euro Gewinn habe, dann versuche ich natürlich mit den 100 Euro weiterzuspielen. Ich will mindestens meine 400 Euro wieder haben, was fast nie funktioniert. Und selbst wenn ich den Gewinn wieder raushole, verspiele ich ihn wieder, weil ich will das schnelle Geld machen. Das ist das Einzige, um was es da drin geht. Um das schnelle Geld. Sie haben ja relativ hohe Summen aufgewendet, um Ihre Spielsucht zu finanzieren. Woher kam das Geld? Ich habe Gelder genommen. Ich habe eine Firma. Ich habe Gelder genommen. Materialgelder, wo ich noch kein Material gekauft habe. Und habe diese Gelder verspielt. Wenn man spielt, ist man immer der Verlierer. Materiell, man verliert das Geld, man verliert die Familie, man verliert Freunde. Man verliert alles beim Spielen. Sven konnte seine Firma und seine Beziehung gerade noch retten. Anderen gelingt das nicht. In Deutschland spielen knapp 540.000 Menschen risikoreich oder krankhaft Glücksspiele. Geschätzt 75% davon sind automatenspielsüchtig. Das wären mehr als 400.000 Menschen. Schätzungsweise 2/3 der kranken Spieler haben erhebliche Schulden von zum Teil über 25.000 Euro. Schulden, Therapie, Behandlung, das belastet den Einzelnen. Letztlich aber zahlen wir alle dafür. Und das nehme die Industrie bewusst in Kauf. Die Spielsüchtigen seien es, die den Umsatz brächten, sagt etwa Professor Michael Adams von der Uni Hamburg. Spielautomaten seien, so Adams, brandgefährlich und so programmiert, dass sie die Schwächen der Spieler ausnutzten. Ihre Verluste seien schließlich die Einnahmen der Industrie. Und die Menschen beginnen nun, die Verluste ausgleichen zu wollen. Sie spielen gegen die Verluste an.
Und natürlich werden die Verluste dadurch größer. Ein Teil dieser Spieler ist verwundbar. Und sie filtern dann die verwundbaren Spieler heraus und die werden zu kranken Spielern. Und die bringen den großen Umsatz. Vorsichtig geschätzt 56% eines jeden Euros, der dort verspielt wird, kommt von kranken Menschen. Und das heißt, jede Ausdehnung des Glücksspielmarktes heißt, wir haben mehr Kranke. Und das heißt, wir haben mehr zerstörte Leben, mehr zerstörte Familien und wir haben ganz erhebliche Sozialabgaben dafür. Dabei soll der Staat den Spieler doch vor den Gefahren des Glücksspiels schützen. Ein Problem: Bund, Länder und Kommunen teilen sich die Kontrolle über die Spielgeräte. Der Bund entscheidet, welche Vorgaben ein Spielgerät erfüllen muss. Die Länder bestimmen das Drumherum: Abstand zwischen Spielhallen, Öffnungszeiten, Außenwerbung. Genau diese Stellschrauben haben die meisten Länder jetzt angezogen. Im Landtag in Düsseldorf geht es um strengere Auflagen für Spielhallen, auch in Nordrhein-Westfalen. Für die Industrie steht viel auf dem Spiel. Zahlreiche Vertreter sind zur Anhörung gekommen. So versuchen die Bundesländer zurechtzubiegen, was der Bund nicht regelt. Auch Paul Gauselmann ist da. Sein Unternehmen, die Gauselmann AG, ist Marktführer in Deutschland in Sachen Spielautomatenproduktion, hat 2011 über 1 Milliarde Umsatz gemacht. Der Chef ist bekannt für die Pflege seiner politischen Kontakte. Wenn es um neue Gesetze geht, ist er zur Stelle. Heute wird darüber verhandelt, Mindestabstände zwischen Spielhallen einzuführen, den 24-Stunden-Betrieb durch Sperrzeiten zu begrenzen und Werbung einzuschränken. Suchtexperten reicht das nicht aus. Glücksspiel denn ein ganz normales Gewerbe, eine ganz normale wirtschaftliche Leistung? Nein, eben nicht. Glücksspiele sind sogenannte demeritorische Güter, so nennt man das. Das sind Güter, die Schaden in einer Gesellschaft verursachen und daher werden sie reguliert. Sie finden kaum ein Land, in dem Glücksspiele nicht reguliert sind. Natürlich versucht die Industrie also diese Grenzen aufzuweichen, weil der Glücksspielmarkt auch sehr profitabel ist. Aber man kann ihn nicht vergleichen mit dem Automobilmarkt zum Beispiel oder mit anderen Technologien, sondern es ist einfach ein Markt, der große Risiken birgt. Ne? Also es ging hier um wirtschaftliche Überlegungen, wie kann mein Betrieb überleben, wie viele Arbeitsplätze gehen verloren. Das sind aber Überlegungen, die in einer Regulierung eines Glücksspiels keine Rolle spielen sollten. Spielen Sie aber. Ich versuche ein Gespräch mit Paul Gauselmann zu bekommen, ohne Erfolg. Kein Kommentar. Den Kommentar kriegen wir dann aber doch. Besuch bei der Gauselmann AG in Espelkamp. Weit über 6.000 Angestellte, der größte Arbeitgeber im strukturschwachen Ostwestfalen. Der Länderstaatsvertrag so umgesetzt wird? Wenn das tatsächlich so kommen würde, wie das bis jetzt angedacht ist, dann wird es wahrscheinlich so sein wie im Rest der Branche, dann stehen 50% der Arbeitsplätze hier zur Disposition. Das wäre natürlich ganz fatal, nicht nur für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern natürlich auch für die gesamte Region. 40.000 Spielautomaten produziert die Gauselmann AG jedes Jahr allein für den deutschen Markt. Dabei müssen die Geräte so funktionieren, wie das Bundeswirtschaftsministerium es vorschreibt. 2006 hat der Bund die Spielverordnung zuletzt geändert, auch hier mit dem Ziel, mehr Schutz für die Spieler. Jetzt kann ein Spieler an einem maximal 80 Euro pro Stunde verlieren und maximal 500 Euro pro Stunde gewinnen. Außerdem sollen die Spiele nicht zu schnell werden. Ein Spiel dauert mindestens 5 Sekunden und kostet maximal 20 Cent. Schließlich macht jeder Automat nach einer Stunde 5 Minuten Spielpause. So soll der Spieler sich abkühlen. In einer Filiale der konzerneigenen Kette führt mir Pressesprecher Mario Hoffmeister die Automaten vor. Wir werfen Geld ein und dann wird das Geld in Punkte umgebucht. Aus gutem Grund, wie ich jetzt endlich verstehe. Es wird jetzt immer alle 5 Sekunden immer nur 20 Cent umgebucht. Und wenn Sie also schneller spielen mit höherem Einsatz, dann geht's halt nicht. Also Sie müssen immer warten, bis das Geld umgebucht worden ist. Alle 5 Sekunden werden 20 Cent vom Geld in den Punktespeicher umgebucht. Sind die Euros dann erst einmal Punkte, gelten sie nicht mehr als Geld.
200 Punkte. Mit einem mit 200 Punkte spielen. Und wie lange dauert das Spiel dazu? Das dauert dann so lange, wie es dauert. Rasante Spiele beinahe im Sekundentakt. 2 Euro weg mit einem Tastendruck. Das Punktespiel, eine schlaue Erfindung der Industrie, mit der die Regelungen zum Schutz der Spieler ausgehebelt werden. Jetzt habe ich also gerade praktisch in 10 Sekunden 2 Euro verspielt. Nein, Sie haben in 10 Sekunden 200 Punkte 200 verspielt. Punkte. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Das ist ein Unterschied, ja, das Sie stimmt. Sie haben das Geld vorher hier rübergebucht transferiert. Im 5-Sekunden-Takt. Ja. Also das ist schon ein großer Unterschied. Das Punktespiel verwässert den Geldwert und erhöht den Suchtfaktor. Was tun Sie, um pathologische Spieler vom Spielen abzuhalten? Also pathologische Spieler können wir zunächst einmal nicht vom Spielen abhalten, weil jeder, der reinkommt, den sieht man natürlich nicht an, ob er ein pathologischer Spieler ist. Wie sollte man auch? Wobei auch gesagt werden muss, der Automat als solches kann wohl kaum eine Pathologie erzeugen, sondern wenn, dann sind es Leute, die ein Problem haben und dieses Problem in den Automaten hineinprojizieren. Das sieht ein Betroffener etwas anders. Arndt hat über Jahrzehnte hinweg exzessiv gespielt, bis vor einem halben Jahr. Er gibt der Branche eine Mitschuld an seiner Spielsucht, die ihn beinahe ruiniert hat. Ich wurde natürlich in der Spielhalle hofiert, war ja ein sehr, sehr guter Kunde. Ich wurde betüttelt, Kaffee hier, Brötchen da, ach, schön, dass du da bist. Und also total zuvorkommend und ja, man hat mich lieb. Aber mittlerweile weiß ich ja, die hatten mich ja nur lieb wegen meines Geldes. Und davon ließ Arndt bald viel mehr in der Spielhalle, als die Gesetze eigentlich vorsehen. Ich habe dann an 4 oder 5 Automaten gleichzeitig gespielt und war halt der festen Überzeugung, heute klappt es, ich bin besser als der Automat. Bei mir gibt der heute den großen Gewinn. Sie haben gesagt, dass Sie relativ hohe Summen verspielt haben. Was stand denn da so auf dem Spiel zwischenzeitlich? Was ich monatlich zur Verfügung hatte, da, ich sag mal, 15.000 Euro als Beispiel frei verfügbar waren, dann waren die in 3 Monaten weg. Zusammenaddiert, was Sie verspielt haben, kommen wir locker im 6-stelligen Bereich, ja? Also ich habe mal ein Jahr analysiert, das ist in einem Jahr ein 6-stelliger Bereich, in einem Jahr. Je weniger Geld ich nachher im Portemonnaie hatte, es war körperlich so krass, Schweißausbrüche, Zittern, Unruhe, weil das Geld ist ja weg. Jetzt realisiere ich erstmal während des Spielens, ich habe kein Geld mehr. Was mache ich jetzt? Okay, ich habe noch 100, 200 Euro, ich erhöhe die Einsätze, ich gehe voll ans Limit. Und wenn dann alles weg war, irgendwie fühlte ich mich dann total erleichtert. So nach dem Motto, meine Arbeit ist getan, meine Arbeit ist erledigt, jetzt kann ich beruhigt nach Hause gehen, es ist nichts mehr da und ich habe echt meine Ruhe. Nach all dem, was Arndt erlebt hat, ist er überzeugt, dass die gesetzlichen Regelungen zum Spielerschutz nichts bringen. Nicht nur in Deutschland suchen die Spielgerätehersteller jedes Schlupfloch, um Spieler anzulocken. Auf einer Konferenz in Kopenhagen stellt Natasha Dao Schüll vom renommierten US Massachusetts Institute of Technology ihr neues Buch vor, Die designte Sucht. 15 Jahre lang hat Schüll Automatenspieler in Las Vegas erforscht. Ihr Ergebnis? Es geht nicht nur um Problemspieler, sondern auch um Problemmaschinen. Was ist das Design an dieser Sucht? Nun, Spielautomaten sind anders als andere Glücksspiele. Sie sind designt und das sehr, sehr sorgfältig. Man braucht bis zu 300 Leute, um diese Spiele herzustellen. Videodesigner, Grafiker, Mathematiker, Toningenieure. Und alle denken zu jedem Zeitpunkt einzig darüber nach, wie sie die Leute dazu bringen können, schneller, länger und intensiver zu spielen. Was macht Spielgeräte denn so gefährlich? Jede Sucht hat mit Häufigkeit zu tun. Also Geschwindigkeit ist sehr wichtig. An einem modernen Spielautomaten können Sie bis zu 1200 Einzelspiele pro Stunde spielen. Das ist eine unglaubliche Geschwindigkeit. Außerdem weiß man nie, wie viel man bekommt und wann das der Fall sein wird. Dieses Element der Unsicherheit zieht in das Spiel hinein. Und natürlich die unablässige Wiederholung einer immer gleichen Handlung ohne jegliche soziale Unterbrechung. Es geht nur um dich und die Maschine. Und aus dieser Interaktion zwischen Mensch und Maschine ergibt sich eine Art Trance-Zustand.
Zurück in Deutschland. Eine Stadt, die besonders unter der Zunahme von Spielgeräten ächzt, ist Berlin. Mehr Spielgeräte heißt meist auch mehr Süchtige. Einer von ihnen ist Alex. 18 Jahre lang hat er in der Welt der Spielautomaten gelebt. Den Zustand der Trance kennt er gut. Wie ist das denn, vor so einem Automaten zu sitzen? Wie fühlt sich das an? Am Anfang interessant, sehr. Wobei aber selber feststellen musste, so nach 2-3 Stunden, wenn er dir schöne Bilder gibt, aber dir fehlt immer eins, dann fängt man automatisch an zu reden. Mit wem? Mit einem Automaten. Gib es mir doch. Mann, ich habe jetzt schon so ungefähr also innerlich noch hier drin gesteckt. Gib es mir doch einfach. Dann geht man runter mit dem Betrag und versuchen da, dann klappt, dann ärgert man sich noch mehr. Ja. Manche habe ich auch schon mitgekriegt. Im Casino so, die geben dann immer eine mit, ob das hilft. Das ist ihre Frust denn. Was heißt das? Die hauen auf den Automaten? Ja, auf den Automaten, so an die Seite oder so, dass wenigstens noch die 5. 7 kommen soll oder die 4. 7. Ne, oder. Fastgewinne nennt man sowas. Auch das hat einen hohen Suchtfaktor. Am nächsten Morgen. Der jährliche Aktionstag gegen Glücksspiel, diesmal auf dem Hermannplatz. Hier gibt es besonders viele Spielhallen. Auf die Häuser und an die Türen. In Berlin machen nicht nur die Süchtigen Probleme, sondern auch die Spielhallen selbst. Die Spielhallen nehmen mehr Geld ein als ein Bäcker oder eine Dönerbude. Das heißt, ein Spielhallenbesitzer kann auch einfach mal geht auch in Berlin zum Vermieter und sagt, hör mal zu, ich zahle dir hier locker mal das Doppelte oder Dreifache der Miete des Bäckers, wenn du den Bäcker rausschmeißt und mich reinlässt. Das heißt, man hat auf einmal in einer Straße, vor Inkrafttreten des Spielhallengesetzes, hat man in jeder zweiten Tür eine Spielhalle. Wie kommt das eigentlich? Na klar, weil damit der Vermieter sagt, das ist ja super. Da kann ich ja richtig ordentlich Staffelmieten machen und kriege einfach ein paar Uhr Einnahmen. Und kann man dann sagen, so nach dem Motto, mehr Spielhallen, Gelegenheit macht Diebe, Gelegenheit macht Süchtige? Mir sagen Eltern, Frau Jüngling, was wollen Sie von uns? Wenn es das so oft gibt, was soll daran bitte gefährlich sein? Wenn es gefährlich wäre, gäbe es nicht so. In Berlin machen vor allem Spielautomaten in Gaststätten Probleme. Mit Getränken wird hier meist nur vordergründig Geld verdient. Ich drücke die praktische Autostarttaste. Das Gerät spielt jetzt Spiel für Spiel von selbst. Ich kann mich umsehen. Eine Gaststätte hat normalerweise einen Raum. Da dürfen 3 Geräte stehen. Doch der clevere Wirt teilt seine Gaststätte und kann 3 weitere aufstellen. Ob Jugendliche hier spielen, ist kaum zu kontrollieren. Spielhallen funktionieren übrigens mit dem gleichen Trick. 3 getrennte Hallen in einem Gebäude macht 36 Geräte statt der pro Halle erlaubten 12. Und genau mit solchen Tricks ist jetzt Schluss. Das Land Berlin hat 2011 das strengste Spielhallengesetz Deutschlands verabschiedet. Sperrzeiten von 3 Uhr nachts bis 11 Uhr morgens, Werbeverbot und alle neuen Spielhallen müssen mindestens 500 Meter von einer anderen Spielhalle entfernt sein. Stadtentwickler Daniel Buchholz hat das Gesetz maßgeblich entworfen. Wie hoch ist denn der wirtschaftliche Schaden, sage ich mal, der durch solche Spielhallen entsteht? Nun, wenn man allein sich das Steueraufkommen anschaut, dann kann man sehr einfach ausrechnen. Jeden Tag versenken die Berlinerinnen und Berliner 400.000 Euro in den Automaten. Jeden Tag. Ich finde das eine Horrorzahl, denn ich glaube, dass die Menschen eigentlich viel bessere Dinge damit machen könnten. Und deswegen ist es auch ein Beweggrund zu sagen, wir wollen diese Spielhallen nicht alle in der Stadt haben. Nun könnte man sagen, im Grunde ist die ganze Politik immer noch abhängig von den Bundesvorgaben in vielen Teilen. Wo hakt es denn da? Würden Sie gerne noch weitergehen? Ich würde mir sehr klare und drastische Änderungen auch von Bundesrecht wünschen. Das geht damit los, was die Genehmigung der Automaten angeht. Brauchen die wirklich eine automatische Taste, dass die Spiele weitergehen? Braucht es diesen Punktespeicher? Natürlich nicht. Denn da verliert oftmals der Spieler und die Spielerin den Überblick. Ist das noch mein Geld oder spiele ich jetzt nur noch um hunderte von Punkten? Und das sind Dinge, die können wir leider nicht auf der Landesebene verändern. Ich würde es gerne tun, aber es geht nicht. Diese wirklich entscheidenden Regeln macht nämlich der Bund. Was darf ein Spielgerät und was nicht? Vielen Politikern hier scheint die Wirtschaftsförderung wichtiger als die Suchtprävention. Siegfried Kauder, Vorsitzender des Rechtsausschusses, will keine Benachteiligung für Spielautomatenunternehmer. Das Thema ist, dass man ganz bewusst die Spielhallen piesackt, die Spielhallenbetreiber so einengt, dass sie wirtschaftliche Unternehmen nicht mehr führen können. Das ist ein Verstoß gegen Artikel 3 und Artikel 12 des Grundgesetzes. Da gibt es auch Rechtsgutachten, die das bestätigen. Nicht der Spielautomat ist das Problem, sondern das, was im Kopf eines pathologischen Spielers stattfindet.
Herr Kauder, sind Geldspielgeräte Unterhaltung oder Glücksspiel? Teilweise Unterhaltungsspiele, weil der Einsatz so gering ist, dass man große Summen nicht gewinnen kann. Deutlich weniger als bei den staatlichen Spielcasinos, die ein Glücksspiel sind mit hohem Einsatz, hohen Verlustmöglichkeiten. Wird keiner behaupten wollen, dass die Spielsucht bei staatlichen Spielcasinos besser bekämpft werden kann als bei den Spielhallen. Doch genau das sagen jedenfalls Suchtexperten. Ausweiskontrolle in der staatlichen Spielbank Hohensieburg. Jugendliche kommen hier nicht vorbei. Außerdem gibt es staatliche Spielbanken nicht an jeder Ecke. 80 sind es in ganz Deutschland. Natürlich gibt es auch hier Spielautomaten und heute sogar ein Automatenturnier. Die 19. Viel Glück, bitteschön. Die Spieler zahlen ein Startgeld und dann brauchen sie, wie auch sonst, Glück. Und das heißt, im richtigen Moment am richtigen Automaten sitzen. Um Glück geht's auch beim Roulette, dem großen Spiel. Eine weitere zentrale Schutzvorrichtung der staatlichen Spielhallen erläutert mir David Schnabel. Wir können Personen, die nicht mehr spielen sollen, vom Spiel ausschließen per Sperre. Das heißt, die Gäste werden in eine Sperrdatei eingetragen und dürfen dann in den deutschen Spielbanken nicht mehr spielen. Also das Prozedere an sich dieser Sperre ist relativ einfach umzusetzen. Das, was schwierig und problematisch ist umzusetzen, ist das Verfahren im Vorfeld. Also diese Spieler zu erkennen, zu identifizieren und diese Personen vielleicht dann auch davon zu überzeugen, dass sie sich vielleicht gerade in einer kritischen Phase befindet, in einer kritischen Situation und vielleicht einfach mal nicht mehr spielen sollte. Das ist dann ganz wichtig. Inzwischen sind 44.000 Menschen durch diese Sperrdatei vor sich selbst geschützt. Das Ehepaar Pepperkorn allerdings hat eigene Schutzmechanismen. Wir haben ein Limit und das wird auch nicht überschritten. Also das machen wir nicht. Wir nehmen einen gewissen Betrag mit, nicht mehr. Und wenn es weg ist, ist es gut. Und wenn man gewinnt, freut man sich und geht dann mit nach Hause. Dann spielen wir auch nicht mehr. Also wenn wir jetzt gewonnen haben, sagen wir nicht, jetzt versuchen wir aber nochmal unser Glück, sondern dann hören wir auf und dann fahren wir nach Hause und freuen uns. Doch es gibt eben auch andere Spieler, nicht nur in Deutschland. Manche Länder in Europa haben daraus Konsequenzen gezogen. Das Musterbeispiel ist Norwegen, das erhebliche Probleme mit Spielsüchtigen hatte. Den Norwegern ist ein Licht aufgegangen. Atle Hammer, der Chef der norwegischen Spielaufsichtsbehörde, erklärt mir, wie wichtig es ist, dass Glücksspiel zentral kontrolliert wird. Manche fordern das auch für Deutschland. Also, wenn wir uns das Beispiel Norwegen ansehen, dann können wir sagen, wir haben die Anzahl aller Glücksspielsüchtigen durch die strengere Regulierung der Automatenspiele halbiert. Und zwar, weil die Automatenspielsüchtigen den bei weitem größten Teil aller Problemspiele ausgemacht haben. Vielleicht ist das Allerwichtigste, dass Spielautomaten jetzt hier bei uns nicht mehr überall zu finden sind, nicht mehr so leicht zu erreichen. It isn't so easy access. Und dann nutzen wir eine einzigartige Technologie. Alle Spielgeräte sind mit einem einzigen Server verbunden, wo jeder Spieler sich mit seiner Spielerkarte anmelden und identifizieren muss. Und jeder Spieler hat im Monat nur einen ganz bestimmten Geldbetrag, den er verspielen kann. Das Ergebnis? Überzeugend. Der Umsatz an Spielautomaten ist landesweit um 75% zurückgegangen. Das Rezept radikal. Nur ein staatlicher Betreiber und eine sichere persönliche Spielerkarte, die gleichzeitig Bankkarte ist. Um zu spielen, muss ich meine Karte in den Kartenleser schieben und meinen persönlichen PIN-Code eingeben. Dann muss ich festlegen, wie viel Geld ich heute ausgeben will. Es gibt bestimmte Grenzen. Ist das richtig? Ja, man kann maximal 400 Kronen pro Tag verspielen, knapp 60 Euro. Und im Monat maximal 2200 Kronen, gut 300 Euro. Das heißt, wenn man 5,5 Tage im Monat gespielt hat, ist das Limit verbraucht und man muss 25 Tage bis zum nächsten Spiel warten.
Eine politische Entscheidung? Mehr als alles andere ist es eine politische Entscheidung. Unsere Politiker haben gesehen, dass die Anzahl der Spielsüchtigen in Norwegen zwischen 2003 und 2006 explodiert ist. Wir hatten die meisten Probleme mit Spielsüchtigen in der Welt, gleich nach Neuseeland und Singapur. Also haben die Politiker sich für ein Staatsmonopol entschieden. Das norwegische keine gewerblichen Spielhallen hieße zwar 1,5 Euro Steuereinnahmen im Jahr weniger, doch es wäre eine konsequente Lösung. Albträume hätten dann vielleicht ein Ende. Geblieben und ja, mehr will, Schlaghammer dabei habe und die Spielautomaten mit dem großen Vorschlaghammer kaputt haue und mich dann als Sieger fühle. Als Sieger dahingehend, dass ich ja das Elend und das Leid, was das über mein Leben gebracht hat, dass es weg ist und aufhört. Was würdest du denn für die richtige Lösung halten? Es kann nur eine Lösung geben und es gibt nur eine Lösung. Und die beste Lösung ist, oder die einzige, alle Spielhallen schließen. Und gar nicht mehr die Versuchung da ist, da reinzugehen.